Aloha und weiter im Text mit Harvest Moon, A Wonderful Life. Yeah! Warum spreche ich so? Ich weiß es nicht. Ich kann ja mal ein bisschen Abwechslung in dieses Let's Play bringen, weil ich ja sonst nicht so viel Abwechslung reinbringen kann. Ja, wir haben jetzt hier wieder viel Krams, den wir in den Kühlschrank packen und das mache ich auch so gleich. Upsa. Eben, weil ich es kann. Weil ich es tun sollte, weil ich hier so viel Krams habe. Und weil sich Celia über einen vollen Kühlschrank, genau, vollen Kühlschrank freut. So, jetzt habe ich nichts mehr zu sagen. Jetzt ist es gut. Na, mein Kind? Schläfst du noch? Hey, Vivi! Vivi! Was zur? Vivi! 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 Schläfst du schon? Was ist denn das da hinten? Hier ist ein Mülleimer, oder? Das ist ein Mülleimer. Ja, das ist ein Mülleimer. Oh, schönes Spielzeug. Das Spielzeug, das ich ihm damals kaufte. Oh, das wollte ich gar nicht. Narzisse. Kann zu Atemproblemen. Fieber und Tod. Ah, das wollte ich gar nicht. Mhm. Dating-Tipps. Oh, das ist runtergefallen. Ich habe heute eine Eule im Wald gesehen. Raubvögel sind wirklich cool. Ja, die Eule habe ich auch gesehen. Die Eule habe ich auch gesehen. Die ist ziemlich cool. Und ich wusste gar nicht, dass es sie gibt. Das erste Mal, dass ich sie gesehen hatte. So, hallo Flumpi, guten Morgen. Hallo Jungs und Mädels. Jetzt wird es hier schon langsam echt herbstlich. So am 6. Herbsttag, wo über die Hälfte des Herbstes schon vorbei ist, aber... Wurscht. Ist jetzt wahrscheinlich auch der letzte Part, den ich aufnehme in dieser Aufnahmesession. Ich habe 4 Parts am Stück aufgenommen. Das ist schon lange her, dass ich sowas gemacht habe. Habe ich jetzt wenigstens wieder ein bisschen Stoff zum Hochladen. Wenn ich morgen nochmal 4 mache, dann... naja, mal gucken. Ja, ne Holly? Versuche ja immer so ein bisschen vorzuproduzieren. Besonders für die. Also besonders Harvest Moon und besonders jetzt bald für die Zeit, wenn die Uni wieder losgeht. Was aber zum Glück noch ein Stückchen hin ist, deswegen bin ich da noch nicht ganz so wehmütig. Sonst würde ich jetzt wahrscheinlich anfangen zu weinen. Obwohl, ist ja nicht so schlimm, Uni. Macht mir ja eigentlich Spaß. Das einzig Blöde ist halt die lange Fahrzeit. Ich fahre ja 4 Stunden. Also 2 hin und 2 zurück. Das ist halt das einzig Anstrengende. Und wenn ich halt... Ja, und dann eben die Klausurphase, die tötet. Die tötet Freizeit. Wow, hallo Ente. Wer bist du? DK? Ein DK? Nee, eine Anne. Eine Anne griff aus dem hohen Gras heraus an. Wo ist denn dann DK? Da ist er. Habe ich DK schon versorgt? Ich weiß es gerade gar nicht. Ja, hatte ich. Ha. Ah, so ist mein Gedächtnis manchmal. Gerade eben gekümmert und dann Batsch. Gut, aber ich sehe hier, dass einiges reif ist, was sehr schön ist, weil... Schön. Da muss ich mich demnächst nochmal ransetzen und langsam aber sicher die Samen raussuchen, die dann ab Winter gehen. Ist wieder einiges reif. Eieiei. Kann man wieder was aussehen. Ja, man muss ja langsam aber sicher wirklich mal das, was man so vorproduziert hat an Samen, dann auch benutzen. So. Meins, meins. Na, dann hat die Samenmaschine jetzt vorerst mal ein bisschen Pause. Wie viel haben wir dann davon jetzt noch? Nicht mehr so viele, ne? 2 müssten es noch sein. 2, 1, 2, jo. Genau. Gemolken habe ich, also kann ich mich jetzt ans Gießen machen. Und ich sollte aufhören, hier so mit dem Fuß an den Tisch zu donnern,
weil das Mikrofon sonst eine Krise kriegt. Nur mein süßes Mikrofon, mein Dutti 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 Großmembran-Mikrofon, du 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 du. Nein, ich bin nicht verrückt, ich rede nur mit meinem Mikrofon. Ich überlege gerade, was ich heute noch so mit dem Tag anfange. Ich werde nachher eine DVD gucken. Ja. Und eigentlich, ich habe so viel vor. Also ich habe so viele Sachen, die ich noch machen will und dann irgendwie nie dazu komme. Muss ich mich jetzt echt mal hinsetzen und machen. Nicht nur sagen, will ich machen, sondern machen. Ist, glaube ich, die beste Möglichkeit. Ich habe ja zum Glück noch ein paar Tage Ferien, deswegen, ne? Am 8. April geht es bei mir wieder los mit der Uni. Von daher schauen wir mal, ne? Ich habe auch einen ich habe auch nur eine Vorlesung, die ich nächstes Semester besuchen muss. Dementsprechend habe ich sonst freie Planungsfreiheit, was? Also ich habe alle Möglichkeiten, die ich haben will. Deswegen hoffe ich sehr, dass das kommende Vorlesungsverzeichnis nicht ganz so verquer wird. In 4 Tagen kann ich planen, stelle ich gerade fest. Am 15. Also morgen. Wir haben heute den 11. und ich nehme jetzt gerade den 4. Part in dieser Session auf. Das heißt, einen Part lade ich heute hoch. Dann habe ich noch 3. Das heißt, der Part heute müsste am 14. online kommen. Was mir dann eben sagt, dass ich morgen meinen Stundenplan basteln kann, wenn ihr das hier seht. Oh, das wird dann wieder interessant. Und zeitaufwendig. Oh. Muss ich wieder meinen Studienverlaufsplan raussuchen und dann gucken, was ich so machen muss, was ich machen will, was ich machen kann. Und dann basteln und basteln und basteln. Naja, wir werden ja sehen, wie sich das alles einrichten lässt, ne? Gut, Äpfel gibt's keine mehr. Und dann werden wir mal den Kuhwundertrank für Therese bestellen. Guten Tag. Ich würde gerne einen Wundertrank bestellen und zwar ein anderer Stier und für Therese. Ja. Yep. Okay, dann hätten wir das schon mal erledigt. Dann sorgen wir schon mal dafür, dass Therese dann mal irgendwann Mami-Kuh wird. Ist Wang da? Wang! Nö, der ist nicht da. Schade. Aber unser Hund hat gerade gefuttert, deswegen kriegt er was Neues. Oh, Wang ist doch da. Jupp, können wir die Muttermilch da bei ihm verkaufen, die Kuhmuttermilch, weil wir die ja leider auch nicht in die Milchversandbox tun können. Aber da warte ich erst bis zum Nachmittag, bis ich Sophie nochmal gemolken habe. Und jetzt gucken wir den Pflanzen beim Wachsen zu. Und ich trinke was. Moment. Dupdi-dupdi-du. So. Aufpassen, nicht. Ja. Ui. Entschuldigung. Da ist was reif geworden. Und zwar einiges. Na komm, wo ist denn die Sichel? Da ist die Sichel. Ein paar Feldfrüchte. Ach, ist das herrlich. Und da ist noch was reif geworden. Was bist du eigentlich? Bist du eine Diebe? Ja, das sind die Diebe.
dann haben wir genau noch zwei Berry-Tosamen und eine Tomate, wenn die Tomate denn noch geht. Geht die bis Winter? Upsa. Muss ich mal kurz gucken, sonst räume ich sie weg und hole was anderes. Nee, die geht nur bis Herbst. Das heißt, die Tomaten, die müssen wir erstmal wegschmeißen. Also nicht wegschmeißen, aber wegbringen. Und dann was anderes holen. La 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 la. La 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 la. La la la. Na, nerv ich schon? Okay, Moment. Dann fangen wir mal ganz ruhig an hier. Sommer bis Herbst geht nicht, Sommer bis Herbst geht auch nicht. Herbst bis Frühling. Nehmen wir mal die Erdbeeren mit. Wir haben schon lange keine Erdbeeren mehr angepflanzt. Und dann haben wir hier sicherlich noch, genau, Potamelo und Tobatama. Potamelo, Sommer bis Herbst. Tobatama war glaube ich, auch Sommer bis Herbst. Das heißt, wir können das erstmal wegräumen. Oh ja, und Frühling bis Herbst, okay. Ich gucke nochmal, ob noch irgendwas anderes geht. Winter bis Sommer. Ja, dann schmeißen wir schon mal die Sachen rein, die man ab Winter dann anbauen kann. Nee, Orange, Melone, Sommer bis Herbst. Aua, aua, aua. Winter bis Frühling. Karotten, Herbst bis Winter. Oh je, stimmt ja. Frühling bis Sommer. Frühling bis Sommer. Frühling, Herbst. Sommer, Winter. Sommer, Herbst. Sommer, Herbst. Frühling, Herbst. Ups, das wollte ich gar nicht. Herbst. Sommer, Frühling, Sommer, Herbst, Frühling. Ah, Herbst, Frühling. Wir haben noch so viele Diebe. Hey, krass. Dann bauen wir noch ein paar Diebe an. Ich meine, why not? Aber eine Erdbeere können wir ja schon mal anpflanzen. Das ist ja nicht schlimm, ne? Die können ja durchaus hier auch mal wachsen. Wir haben schon so lange keine Erdbeeren mehr angepflanzt. Und ich mag doch Erdbeeren so sehr. Okay. Dann werden wir hier euch mal wieder ein bisschen Platz am Teich verschaffen. Damit ich die Enten besser sehe, wenn sie mal nicht schwimmen. Ist jetzt halt leider so. Na komm, du läufst zu weit, Emero, oder? Ach nee, ich bin ein Feld zu weit. So, es war eine optische Täuschung. Na, das solltest du wegmachen. La 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 la. So, gleich ist 2 PM. Dann kann man nämlich schon mal Krams machen. Das wollte ich nicht, es tut mir leid. Ich wollte doch das hier machen. Genau. La, la. Nee, das wollte ich nicht. Aber es war dicht dran. Ich wollte eigentlich weitermachen hier. Oh, mein Bäuchlein sagt gerade, dass es Hunger hat. Ist ja auch mal eine gute Info, dankeschön. Aber das hättest du nicht so laut machen müssen. Grummel, Grummel, Grummel. Hunger, Grummel, Grummel. Quack, 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 quack. Oh, was ist denn los? Melanie. Warum bist du denn glücklich? Ja, ist ja gut. Okay, sie meckert schon mal nicht. Also, genau. Na, wo liegt sie denn da? Ach, da steht sie. Ich sehe sie. Die Milch. Ja, Janet gibt auch bald keine Milch mehr. Das Blöde ist halt, dass unsere Scheune so voll ist. Aber lässt sich jetzt leider nicht ändern. Hey, komm mal her hier. Ja, das war jetzt voll brill. Brilliant. Brilliant. Guten Tag.
Hallo, ich habe was zu verkaufen. Und zwar hier so eine Muttermilch habe ich zu verkaufen, weil meine Kuh ja Mutter geworden ist und deshalb Muttermilch gibt. Ja. Alle drei. Und dann habe ich noch was. Habe ich noch was? Zeig mal. Nö, eigentlich nicht. Ich kann ihm ja ein paar Blumen verkaufen. Hier die Trickblau. Yep. Einfach damit ich davon nicht mehr so viel rumschleppe. Leider kann man die ja nicht in die Vase stellen. Das ist bei den Handheld, bei den Gameboy-Teilen besser. Da kann man sich eine Blume kaufen, eine Vase kaufen und dann kann man Blumen, die man pflückt, reinstellen. Finde ich persönlich schön. So, was wollte ich denn jetzt machen? Ach ja, ich wollte die Baumsamen mal einsammeln und dann an ihn verkaufen, weil das totaler Quatsch ist, dass wir da so viele Samen bei uns rumstehen haben. Ne, war? Ja, diese Gedru und Orangensamen und sowas eigentlich. Die könnten wir eigentlich alle an ihn verkaufen. 2 Orangensamen haben wir, die brauchen wir nicht. Wassermelone. Ja, jetzt fängt es an. Fuyu. Beshpa. Paberita. Apfel weg damit. Ernte. Das ist ein Baum. Oder? Ernte im Herbst, genau. Das ist kein Baum. Kein Tobatama ist auch kein Baum. Jurum, das ist ein Baum. Halt. Geju ist ein Baum. Das ist ein Baum. Da haben wir jetzt wieder viel zu verkaufen. Da, das ist ein Baum. Ernte im Winter. Ernte im Herbst. Ja, dieses Ernte im ist immer ein Baum. Ernte im Frühling, genau. Die auch. Bäumchen. Berryber. Candy. Upsa. Nope. Okay, dann haben wir es erstmal. Der Part heute wird sehr lang, weil ich viel, viel Kram in irgendwelchen Inventarpunkten mache. Und daher die Zeit leider nicht vergeht, aber das ist halt das Gute, weswegen ich jetzt meine Entscheidung sehr gut finde, dass ich dann den nicht mehr alle 15 Minuten einen Schnitt mache, weil ich sonst unnötig lange die Parts in die Länge ziehe. Ja, ihr wisst, was ich meine. Ja, das möchte ich verkaufen. Ich finde es immer ein bisschen blöd, dass das hier so lange dauert mit dem, wie viele bitte verkaufen, bitte sicher vielen da. So, das Letzte, was man wegklicken kann, geht schnell und alles andere ist so, eins kostet so viel, du hast so viel, wie viel willst du verkaufen? Wo ich mir so denke, ich weiß, wie viele ich habe und wenn nicht, dann steht es da irgendwo. So, die Fuyu werden jetzt wahrscheinlich gleich wieder richtig viel bringen. Gottes Willen. Ja. Ja, 26.000. Hast du mal so eben im Schrank. Im Schrank? So dabei. So, dann möchte ich noch was verkaufen. Und zwar möchte ich verkaufen den Apfelsamen. Ja. 2. Ja. Oh Gott, über 20 Minuten dauert der Part jetzt schon. Gleich, bald. Orange. Aber dann haben wir sowas auch mal gemacht wieder. Soll mir ja niemand unterstellen, ich verbringe die Zeit nur auf meiner Farm. Ich bin auch mal woanders. Und es ist in Real Life gleich 13 Uhr. Das heißt, dass mein Bauch sagt, ey Alter, ich hab Hunger, ist jetzt nicht so unverschämt und so. Das ist schon gerechtfertigt. Ich weiß nur nicht, was ich mir zu essen machen soll. Oh, wir kommen jetzt definitiv über 300.000. Wow. Jupp, da sind wir. Und
Tsching! 313.000 Gold haben wir. Mal eben in der Portokasse. Man könnte mir ja unterstellen, es ist voll gecheatet, aber ist es ja nicht. Ich weiß nur nicht, wohin mit dem ganzen Kram. Das waren noch Zeiten, wo man auf Geld aufpassen musste hier. Mann, ey. Will noch was verkaufen? Ja, die Orafu. 420 wieder. Nee, weggehen ist noch nicht. Ich habe noch was. Furum. Furum, Fudum, Pudum, keine Ahnung. Nein! Ich wollte doch nicht handeln und ich wollte... Ah, jetzt habe ich eine Sekunde lang nicht aufgepasst. Ärgerlich. Ich habe gerade einen Moment lang gelauscht, ob ich ob ich die Klingel höre, weil ich gerade ein Auto gehört habe, das vor unserem Haus oder in der Nähe auf jeden Fall angehalten hat. Und ich habe gerade gedacht, da will jemand zu uns und so weiter. Und da ich ja irgendwo in einem der vorherigen Parts erzählt habe, dass ich mir ein Spiel bestellt habe, das hoffentlich bald ankommt und vielleicht auch heute ankommt, bin ich da so ein bisschen paranoid, was die Türklingel angeht. Ich muss mal kurz aufstehen und gucken, ob das jetzt die Türklingel war, die ich erwarte. Aber nein, das war sie natürlich nicht. Jetzt laufe ich hier so rum und bin ganz leise zu hören und jetzt bin ich wieder da. Ich habe gerade wieder irgendwas gehört, aber das war nicht das, was ich erwartet habe. So, das sind die letzten Baumfrüchte. Baumsamen. Wow, 610. Boah. Wow. Okay, wir sind jetzt wieder etwas reicher. Wang ist etwas ärmer, aber er verkauft das ja. Das muss man sich mal überlegen. Er kauft es ja nicht zum Wiederverkaufspreis, sondern er verkauft ja billiger, als er dann später weiterverkauft. Alter, was für auf was für einer Goldgrube wir hier sitzen, ne? So, euch habe ich ja schon alle gemolken, ne? Jo. Er muss ja nicht gleich so unfreundlich werden. Du sitzt auf keinem Ei. Nein. Du auch nicht und du aber schon. So, Ei. Mein Ei. Ich will das Ei aufheben. Dankeschön. Mann. Oh, ihr seid reif. Ihr seid reif. Meins. Gut, die Bäumchen bringen mir nichts mehr für dieses Jahr. In diesem Jahr ist die Ernte vorbei. Und jetzt geht's los mit dem Entgegenkämpfen des Kampf gegen das Austrocknen der Erde. So. Okay, fight, Leute, fight. Es gibt nichts zu verlieren, aber auch nichts zu gewinnen. Es ist einfach nur des Wettbewerbswillen. Ah, und dieser Part wird so lang. Schön, oder? Freut sich nachher der Computer, wenn er wieder so lange rendern darf. Aber das ist mir so egal. La 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 la. Ich weiß jetzt gerade auch nicht so wirklich, was ich erzählen soll und ich versuche mich auch zu konzentrieren, weil ich ja immer noch im Wettlauf gegen die Zeit arbeite, ne? Nein, nicht quatschen, machen. Und ich merke auch gerade, dass ich wirklich Hunger kriege. Ich habe nicht gern Hunger. Aber wir haben es fast geschafft und auch den Tag fast geschafft.
bin ich auch stolz auf mich, dass ich doch 4 Parts heute aufgenommen habe. Was bei Harvest Moon doch eine Leistung ist. Also, weil halt nicht so viel passiert. Bei Jack ist es kein Ding, da schaffe ich auch 6 Parts an einem Tag, aber 4 an einem Tag ist schon zufriedenstellend. Ich bin ja nicht Gronkh, der 8 Stunden am Stück aufnehmen kann. Das funktioniert bei mir nicht. Da schaltet sich dann irgendwann mein Hirn aus. Und da ich ja heute eh Kopfschmerzen habe vom Wetterumschwung, wäre das auch nicht so gesund, wenn ich so 4 am Stück aufnehmen würde. So, jetzt ist es ja nur noch eine Frage der Zeit, und zwar eine ganz kurze Frage der Zeit, weil ich ja jetzt nur noch den Kram in die Versandbox schmeißen muss und dann kann ich auch schon schlafen gehen. Und wahrscheinlich, genau, ich muss den Napf noch auffüllen, weil die Tiere den leer gefahren. Ein Ei nur? Oje. I can't accept that. Warum habt ihr nur ein Ei gelegt? Warum legt ihr denn kein Ei? Ja, was wäre denn schon dabei? Hey! Das ist Arbeitsverweigerung. Unverschämtheit. Wow, genau, da würde ich mich auch beschweren. Okay, dann... Wow! So. Futter für die Tiere. Und... Ich gehe schlafen. Wir sehen uns dann im nächsten Part von Harvest Moon A Wonderful Life wieder. Au revoir.